Berge angekommen und ich werde mich hier jetzt begeben zu meiner Tour. Geht es heute nach Yvonand am Neuenburgersee. Zu meiner Tour. Soeben bin ich gestartet in Berger. Mein Ziel ist heute Yvonand. Es geht durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, an ein paar kleinen Schlössern vorbei. Ein großes Highlight durch Saint-Martin oder Martin auf Französisch und natürlich auch unter der hohen Autobahnbrücke hindurch. Schaut euch einfach den Film an, viel Vergnügen! Schönes Dorf, das Berger. Schöne Häuser. Die heutige Tour an den Neuenburgersee ist etwa 21 Kilometer lang. Ich werde auch noch einen kleinen Abstecher machen, noch zu einer schönen Ruine. Das Schloss ein bisschen außerhalb von Berger, gleich neben der Kirche. Jetzt habe ich mit dem Abstieg begonnen zum Fluss. Den Wald hier runter. Schön. Hier auch kühl im Wald. Draußen, außerhalb vom Wald, ist es doch schon ziemlich warm. Eben habe ich schon das Tal erreicht und fast bin noch nicht ganz unten. Dafür hier wieder so auf einer blöden Betonpiste. Das ist nicht so praktisch. Und man wird auch schnell müde. Aber ich habe das gewusst, dass auf der heutigen Tour noch viele solche Straßen kommen. Das ist hier im Kanton Watt sehr oft verbreitet. Eine schöne Waldhütte. Aber ich laufe hier noch durch. Ich habe noch keinen Durst und keinen Hunger. Ich werde dann später mal eine Pause machen. Könnte man auch im Notfall übernachten. Jetzt sehe ich zum ersten Mal wieder den Bach. Er ist schon ziemlich größer geworden gegen das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Das da oben ist wahrscheinlich alles Sturmholz. Da auf der gegenüberliegenden Seite ist eine größere Grube. Man hört hauptsächlich nur den Lärm. Ein bisschen sieht man da auch noch
im Backraum fahren, sonst ist da nicht viel los. Da sieht man nicht viel. Da vorne habe ich jetzt die Straße verlassen. Und hier gehe ich nochmal über den kleinen Fluss drüber. Um dann hier drüben wieder mit der großen Steigung anzufangen. Das ist die längere Steigung von heute, oder eine von den längeren, die ich heute habe. Da oben ist schon wieder ein kleines Schloss. Leider auch privat, wie das erste, wo wir schon hatten. Da hier geht es jetzt ins Dorf rein. Und diese Gegend da hinten, irgendwo komme ich her. Da unten verläuft dieser Bach, wo ich jetzt lang entlang nachmarschiert bin. Da hinten sieht man den Jura. Dieser Rheinschritt dort vorne, geradeaus, ist der Rheinschritt für Richtung Wallorf. Ist wirklich schön, da der Ausblick. Da hier vorne, irgendwo, wäre dann der Neuenburger See. Schöne Weitsicht. Der Jura. Da vorne gehe ich jetzt wieder in ein kleines Seitental rein. Und nachher, ja, komme ich dann schon wieder zu einem Dorf. Jetzt habe ich ein schönes Plätzchen gefunden, hier am Rande von einem Sportplatz. Da werde ich jetzt dann essen. Blumen da in diesem Felde. Schöner Weitblick da. Kleines Bächlein. Eine romantische Stelle. Hatte wahrscheinlich vor kurzem auch ziemlich viel Wasser, ich gut vermuten da, weil es war hier in dieser Gegend ein ganz starkes Unwetter vor kurzer Zeit mit Hagel, war alles weiß. Und da schmeckt es nach Bärlauch. Wow, da kommt jetzt ganz ein starker Duft daher. Sehr schöner Weg. Hier zum Teil den Bach entlang. Tut gut. Mal so ein bisschen Abwechslung. Nicht immer nur da diese geteerten oder noch schlimmer die Betonwege. Diese hier sind wirklich sehr schön zum Gehen, bequemer und hauptsächlich man wird nicht so müde. Und ist es noch kühl hier im Wald. Hier haben wir auch schon wieder so ein schlossartiges Gebäude. Heute zum zweiten Mal wieder ein bisschen vom Fluss runter.
bevor ich dann noch diesen Hügel hier überquere. Das wäre dann auch der höchste Punkt von unserer heutigen Wanderung. Dann mache ich einen Abstecher noch für eine schöne Ruine anzuschauen, die hier auf der anderen Seite von diesem Hügel liegt. Aber zuerst geht es jetzt wieder runter ins Tal. Hier geht es durch das Tal rauf. Hier runter bin ich schon ziemlich abgelegen. Ein Haus da unten. Nichts. Ich habe es wieder geschafft. Ich bin wieder auf so einer blöden Betonpiste. Und erst noch am Aufsteigen. Wobei hier geht es jetzt. Vorher war ziemlich ein steiles Stück drin. Und ich glaube, ich habe auch schon den Aufstieg schon bald geschafft. Es ist schon mehr als die Hälfte habe da. Habe ich den Punkt erreicht, wo ich den Wanderweg verlasse und einen Umweg mache, noch zu einer Ruine. Also ich glaube, das ist wirklich wert, dass ich da den Umweg mache. So, jetzt geht es da mal rauf. Wunderschön. Unten sieht man den hintersten Teil noch vom See. Der Jura. Ist einfach schön da. So, soviel ich informiert bin, habe ich den höchsten Punkt von meiner heutigen Wanderung erreicht. Der Jura. Da hier vorne, da sieht man die Ruine, die ich heute besuche. Wegen dieser Ruine mache ich jetzt den Umweg. Eine schöne Ebene da unten, das Dorf. Die Ruine ist jetzt da hinter diesem Busch versteckt, da drüben der Jura. Aber wieder mal ein Naturweg. Da bin ich jetzt unterwegs zur Ruine. Es ist nicht mehr weit. Wirklich toll hier. Da ist die Burg. Und neben der Ruine stand früher auf diesem Boden oben noch ein kleines Städtchen mit scheinbar noch einer großen Kirche. Aber das ist alles verschwunden. Es ist nur noch der Turm oben, sonst ist nichts mehr. Oh, ich habe die Burg erreicht. Da hier hinten stand die kleine Stadt. Auch eine schöne Fläche. Da vorne ist gerade noch was geschrieben. Die heißt Saint-Martin-du-Chêne. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
ein Rundumsicht von Burg, von der Ruine vom Turm. Schön in den Jura. Da hier unten auf diesem Boden stand das Städtchen, noch eine große Kirche. Hier in das Tal runter, da wo ich jetzt dann runtersteigen werde. Das Nachbardorf über diesen Graben da unten. Unten hat es ziemlich große Blühe. Und da oben wieder ein Dorf. Runter. Schön gemacht. Und da ist der Burggang wieder geschlossen. So, jetzt habe ich das Tal schon erreicht. Das war jetzt ein heftiger Abstieg. Da befinde ich mich jetzt noch in einem Seitental. Komme dann weiter vorne wieder an diesen Bach, wo ich vorher war. Ein wild romantisches Tal. Man könnte fast nicht meinen, dass da in der Nähe alles flach ist und ein großer See. Aber es ist wirklich romantisch da hinten. Sandflug. Ein sehr, sehr schönes Tal. Am Ende von diesem Tal gibt es auch noch mal ein Highlight. Das ist die große, hohe Autobahnbrücke. Die 100 Meter, glaube ich, über dem Tal überführt. Da vorne ist sie jetzt, die hohe Autobahn. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie 100 Meter hoch ist. Das ist eine rechte hohe Brücke. Das ist übrigens die Autobahn von Bern, Murten, Lausanne. Da bist du nur ein Zwerg. Diese riesigen Brücke. So wahnsinnig. Wow. Da nochmal ein Blick zurück zur Autobahnbrücke. Die nächste größere Stadt übrigens ist Yverdon-le-Bain. Und hier weitet sich das Tal. Da vorne schon die ersten Weinberge, kleinere. Da vorne ist das Dorf, wo ich mein Ziel habe.
Wo noch? Noch zum Bahnhof. Wenn ich die heutige Tour betrachte, die ist doch ziemlich schön. Leider einfach sehr viele Gekehrte und Betonstraßen. Das ist sehr schade da. Sonst wäre es wirklich toll, hier zu wandern. Schöne Aussicht dafür. Da wurde ich belohnt. Wetter her auch noch nicht zu heiß. Immer ein bisschen ein Wind. So kann ich im Großen und Ganzen sagen, es war eine schöne Tour. Außer die Wege. Ich hatte ein paar wenige Tourstraßen drin, aber das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, wo ich den Fluss wieder sehe, wo ich entlang marschiert bin. Da ist er wieder, sind die zwei Bäche, wo ich noch am Schluss entlang marschiert bin, auch drin wieder. Und da hier jetzt runter Richtung Neuenburger See, kurz bevor er in den See mündet. So, da vorne haben wir den Bahnhof und da haben wir unser Ziel für heute erreicht. Da ist die Bahn von Yverdon her. Ich werde jetzt dann Richtung Bayern, Freiburg, Bern, nach Spiez fahren.